Ja, hallo YouTuber. Heute Sonntagabend, circa 6:30. Ja, hier ist ja nur der Rest vom Eingrafen. Und da unten, vielleicht seht ihr zwischen den Traktoren, da machen wir auch noch zwei Fuder für auf die Belüftung und der Rest kommt morgen Montag rein. Ja. Aber damit ich eine schöne Decke auf der Belüftung habe. Ja. Ja, die Biese trocknet. Aber das ist auch noch nicht gerade Klingeltür. Aber das ist ja gut so. Für auf die Belüftung. Sieht gut aus. Ja, das Unterste auf der Belüftung ist noch nie abverreckt. Darum möglichst schnell etwas auf die Belüftung, weil das wird gutes Hey. Ja, der Agrarladewagen macht sich gut. Die Ratschkupplung kommt ein bisschen früh. Habe ich schon gestern gemerkt. Aber wenn man es richtig macht, geht's. Jawohl. Weil das Nadelöhr ist der Heukran im Moment. Weil jetzt haben wir alle Parzellen rund ums Haus gemäht. Dann ist man schnell wieder da mit dem Fuder. Aber ich habe auch noch solches, das dann ein bisschen weiter weg ist. Dann ist dann vielleicht nicht mehr der Kran das Problem. Es kommt gut, tipptopp für auf die Belüftung. Schade könnt ihr das nicht riechen hier. Herrlich dieser Duft. Das bringen sie auf YouTube und Google noch nicht zustande. Dass man auch riechen könnte.
schon ein bisschen Schatten, ne? Ja, es hat schöne Wolken gegeben, ne? Alles recht gut in Ordnung, ne? Es gibt Qualität und auch Menge. Sozusagen den Rang noch erwischt. He. Aber leider ist das nur erst ein Drittel. Oder zum Glück, oder was auch immer. Vom gesamten Heu. Vielleicht das letzte wird dann schon ein bisschen älter. He. Die Katzen und der Fuchs ist auch wieder da. So, und wieder hat es mein Belüftungsstöckchen gefüllt. Zum Glück habe ich nicht mehr gemäht, hatte nicht mehr Platz. Jetzt trocknen lassen, möglichst 3 Tage sicher belüften, durchlüften, Tag und Nacht mit dem Feuchter und dann denke ich, kann ich es rausnehmen und hinten lagern und dann gibt es wieder Platz für Neues. Jawohl. Der Entfeuchter ist noch auf trocken. Wenn die Luftfeuchtigkeit dann zu hoch ist, dann stellt es um auf Betrieb. Im Moment geht die Luft nur durch. Wird noch nicht entfeuchtet, weil es da noch trockene Luft ist. Und hier die Belüftung. Ja, wir haben jetzt da noch Abendsonne. Scheint hier noch ein bisschen aufs Dach. Gibt auch noch ein bisschen Wärme. Jawohl. Und hier sieht man, das ist noch von letzter Nacht. Das ist das Wasser vom Entfeuchter kommt hier raus. Es ist da immer noch nass. So, noch ein bisschen die gröbsten Balmen an einen Haufen mit der Gabel. He. Hoho. Und dann gut zum Feierabend. Da im Silo muss ich genau das muss ich noch machen. Da ist fast kein Kraftfutter mehr drin. Da muss noch so ein Big Bag rein. Brock. Ein neuer Haken am Kran. Der alte ist abgefallen, der liegt irgendwo hier auf dem Heustock. Ja, wieder einmal kein Futter mehr drin, oder nicht mehr viel. Und das sollte nicht ausgehen. Das ist nicht gut, wenn das ausgeht.
Dann habe ich dann das Problem mit dem Melken. Ne? Weil ohne Kraftfutter geht da nichts bei den altmelkenden Kühen. Ne? Ja, ich habe gerade so ein Beispiel. Eine, die ist jetzt, also die kann ich jetzt ergusten. Die ist immer problemlos gekommen zum Melken. Und jetzt bekommt sie, jetzt füttert sie langsam herunter bis auf null gegen die Gusszeit. Und jetzt bekommt sie seit gestern kein Kraftfutter mehr. Und war sie noch einmal drin und jetzt kommt sie nicht mehr. Ist das nicht mehr interessant? Im Roboter. Aber ist ja auch gut, die muss jetzt ja, 2 Monate Gusszeit knapp und dann ist das kann sie wieder kalben. Ne? Ja, er hält. Jetzt mit deiner gesicherten Kuhschnorre. He?